Die Kruzianer Augustin, Ludwig und Jannis können es kaum erwarten. Das Adventskonzert des Dresdner Kreuzchors im Stadion Dresden. Wo sonst die Dresdner leidenschaftlich mit ihrer Mannschaft mitfiebern, soll am 18. Dezember der weltberühmte Knabenchor auf Weihnachten einstimmen. Unter dem Motto Danke Dresden wollen wir hoffen auf mindestens 10.000 Besucher dieses Konzertes, Dank sagen, aber auch eben an alle Dresdner. Wir wissen, dass es viele Dresdner gibt, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, in die Kirche zu gehen und dort die Art von Musik zu hören, die wir hören. Die Weihnachtszeit ist eine gute Gelegenheit, um viele Menschen zu erreichen. Immer wenn ich kann, dort drüben im K-Block stehe ich. Deswegen macht mich das hier natürlich ganz besonders stolz, auch heute hier sein zu dürfen und dieses Konzert mit ankündigen zu dürfen, weil ich kenne viele Dynamo-Fans, die auch den Kreuzchor sehr gut kennen und ich denke, da werden viele auch hierher kommen. Mit diesem Event stimmt sich der Kreuzchor auf sein 800-jähriges Bestehen ein. Mehr als 70 Konzerte in Dresden, Deutschland und im Ausland soll es in der Jubiläumssaison geben. Besonders freuen sich die 128 Kruzianer darauf, Dresden wieder als Botschafter im Ausland zu vertreten. Wir sind im nächsten Jahr in insgesamt 8 Ländern unterwegs. Das ist für uns eine Herausforderung, aber das ist etwas, was wir als Botschafter für diese Stadt auch ein Stück weit als Pflicht sehen, nach außen zu tragen, was diese Stadt jenseits der jetzt medienträchtigen Themen auch leistet, was sie sich unterhält, wie toll sie ist, wie sehenswert sie ist. Und da sind zunächst mal die Jungen die ersten Botschafter, die mit ihren Kragen in der Welt auftreten und die Leute begeistern. Helma Oros ist die neue Botschafterin des Dresdner Erfolgschores. Sie engagiert sich seit Jahren für den Knabenchor und hat bereits über 40.000 Euro Spenden gesammelt. Die ehemalige Dresdner Oberbürgermeisterin zählt nicht nur zu den größten Unterstützern, sondern sie ist auch einer der größten Fans. Wenn die Jungs dann, egal ob in der Straßenbahn singen, auf den Plätzen hier in der Stadt, man sie im Fernsehen sieht oder aber an besonderen Städten wie dann auch das Stadion, ich glaube, dann geht jeder mit einer Gänsehaut nicht nur nach Hause, sondern es kommen einem auch die Tränen in die Augen, weil man stolz ist, was hier geleistet wird und was dann in einem solchen Konzert angeboten wird. Mit über 2 Millionen Euro jährlich unterstützt auch die sächsische Landeshauptstadt den Dresdner Kreuzchor. Anlässlich des Jubiläums stellt die Stadt weitere 200.000 Euro zur Verfügung.